Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob für eure Werkstatt eine solche kleine Formatkreissäge das Richtige ist, dann bleibt einfach dran, denn genau darum geht es in den nächsten Minuten. Eigentlich war diese Maschine nur als Testmaschine für einen begrenzten Zeitraum gedacht. Vielleicht habt ihr diese Ausgabe der Zeitschrift Holzwerken gelesen. Da habe ich einen Artikel drin über diese kleinen günstigen Formatkreissägen, wo die Probleme liegen, worauf ihr achten müsst beim Kauf etc. Und auch diese selbstgebaute Absaughaube ist in dem Heft drin. Und wie gesagt, eigentlich war die Maschine nur für diesen Test gedacht, über natürlich mehrere Monate. Das ist jetzt ein Jahr her und ich musste mich ja irgendwann entscheiden, was passiert mit der Maschine. Geht die wieder zurück zum Händler oder bleibt sie in der Werkstatt? Die Entscheidung ist jetzt gefallen, sie bleibt in der Werkstatt. Ich habe die Maschine also ganz regulär gekauft. Hier findet kein Sponsoring statt oder sonst was. Das ist auch kein Werbevideo für diese Säge. Also, wie gesagt, alles ganz regulär gekauft. Und ja, warum habe ich die Maschine gekauft? Es gibt bessere am Markt, es gibt schlechtere am Markt. Warum bin ich bei dieser Maschine geblieben? Zum einen mit Sicherheit auch Bequemlichkeit. Die Maschine steht hier, ist einsatzbereit, fertig. Ich habe mich an die Maschine gewöhnt. Da fällt ein Wechsel auf eine andere Maschine natürlich schwer. Aber generell muss ich sagen, bin ich soweit zufrieden und vor allem das Konzept Formatkreissäge gefällt mir sehr gut. Da möchte ich nicht mehr auf eine herkömmliche Tischkreissäge wechseln. Ich denke, wer einmal an einer solchen Maschine gearbeitet hat, der weiß die Vorteile sehr schnell zu schätzen. Ich gehe mal kurz auf den größten Vorteil ein und das ist der Schiebetisch, der hier direkt am Sägeblatt entlang läuft. Das ist ein großer Unterschied zu herkömmlichen Tischkreissägen. Das macht viele Anwendungen möglich oder sicher möglich, die auf anderen Sägen sehr schwierig zu machen sind und auch schnell gefährlich werden. Vor allem kleine Werkstücke könnt ihr hiermit sehr gut bearbeiten. Ich verlinke euch da ein älteres Video zum Thema Fritz und Franz, womit ihr kleine Werkstücke bearbeiten könnt auf solchen großen Maschinen. Ich habe hier noch ein anderes Sägesystem von Ruvi, kann ich euch auch gerne verlinken, das ich hier benutze. Auch da sind sehr spezielle Schnitte auf der Formatkreissäge ganz sicher machbar, durchführbar, ohne dass eure Hände dem Sägeblatt zu nahe kommen. Ich werde das Ganze auch im gerade laufenden Online-Kurs zum Thema Tischkreissäge immer wieder zeigen, also auch die Anwendungen der Formatkreissäge. Und auch da werdet ihr dann sehen, welche Vorteile diese Konstruktion gegenüber herkömmlichen Schiebetischen bietet. Zur Maschine selbst, das ist eine relativ günstige Maschine. Hans Schreiner nennt sich das Ganze HTS 250. Ich habe euch die Maschine unter dem Video verlinkt, könnt ihr euch gerne näher informieren. Wie gesagt, eine preisgünstige Formatkreissäge kriegt ihr für gut unter 2000 Euro komplett. Hat einen starken Motor, Starkstromanschluss, also alles, was man so braucht. Und sie ist noch relativ kompakt gegenüber anderen Formatkreissägen. Die Maschine ist soweit in Ordnung. Ihr könnt genau damit arbeiten. Das funktioniert alles. Aber sie hat so ihre Tücken. Da ist vieles auch dem Preis geschuldet. Und da werde ich jetzt in den nächsten Wochen auch mal rangehen und einiges, was mich da an der Maschine wirklich noch nervt, probieren abzustellen. Das gehe ich jetzt einfach mal mit euch durch. Ja, etwas blöd gemacht ist dieser Anschluss hier mit dem Schalter, dass der von der Maschine so abgeht. Da werde ich mir wahrscheinlich einfach einen Winkel anschrauben und das Ganze um 90 Grad drehen, sodass der Stecker nach hinten verläuft. Ein Komplettumbau, also Schalter hier vorne, Stecker hinten an der Maschine, ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig. Ich habe keine Ahnung von der Elektrik hier drin und möchte auch nicht an der Elektrik rumschrauben. Deswegen werde ich die Lösung erstmal machen, dass ich das Ganze drehe. Sollte das in der Praxis immer noch nicht der Bringer sein, dann muss ich mal einen Elektriker fragen, der mir das Ganze umbaut. Dann wäre der Anschluss wirklich hinter der Maschine und nur der Schalter hier vorne. Hier im Anschlag gibt es zwei Probleme. Einmal die originalen Schrauben hier unten. Das waren lange Schrauben, die konnte man hier drehen. Da ging relativ schnell das Gewinde kaputt. Deswegen habe ich jetzt einfach Flügelmuttern drauf gemacht. Das funktioniert genauso gut, hält ordentlich und
ja, kann das Gewinde nicht so schnell kaputt gehen. Was sich mit der Zeit gezeigt hat, ist, dass der Anschlag, ich stelle mal den Tisch fest, dann sieht man das besser, hier vorne etwas Spiel hat. Das kommt einfach durch die Konstruktion. Die ist an der Stelle nicht stabil genug. Ich nehme das mal ab, dann könnt ihr das sehen. Und zwar liegt dieser Bolzen hier als Drehpunkt einfach in diesem Loch, das im Blech drin ist. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieses Ganze hier von Anfang an Spiel hatte oder ob sich das mit der Zeit erst rausgestellt hat, also irgendwie größer geworden ist. Aber auf jeden Fall macht das Probleme, wenn man nicht aufpasst, dann verstellt sich minimal der Winkel und ihr könnt noch so präzise alles justieren. Ihr kriegt keinen rechten Winkel, je nachdem, wo dieser Anschlag gerade in diesem Loch steht. Also da muss ich mal das Ganze in Auftrag geben an einen Metaller, der mir hier eine Buchse reinsetzt und den Bolzen passend dreht oder eine passende Buchse reinmacht, je nachdem. Und dann sollte das Spiel hier auch behoben sein. Was ich mir noch bestellen werde, ist ein zweiter, vielleicht sogar noch ein dritter Anschlagreiter. Denn ich habe oftmals die Situation, dass ich von einem Werkstück mehrere unterschiedliche Maße schneiden will. Und da wäre ein zweiter Anschlagreiter wirklich von Vorteil. Was mich am Anfang sehr gestört hat, war der Sägeblattwechsel an der Maschine. Der ist relativ aufwendig gelöst. Ihr müsst dazu den Schiebetisch lösen. Also nicht nur verfahren, sondern wirklich lösen. Dazu habt ihr an beiden Enden des Schiebetisches diese Klemmschrauben hier. Das funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Das Problem an der Sache ist, dass hier an diesem Teil auch die Justierschrauben für den Schiebetisch sind. Und wenn ihr dann diesen Schiebetisch über diese Justierschrauben immer wieder drüber zieht, dann verstellt sich das Ganze. Das habe ich jetzt gelöst, indem ich die Schrauben eingeklebt habe, also alles sauber justiert. Dann die Schrauben einkleben. Für Kontermuttern fehlt leider der Platz, das funktioniert nicht. Daher einkleben, aber mit noch lösbarem Kleber, sodass man das zur Not noch nachjustieren kann. Und seitdem verstellt sich hier auch nichts mehr und der Schiebetisch bleibt in Position. Dann ist es eigentlich so gedacht, dass beim Sägeblattwechsel dieses Blech hier komplett demontiert wird. Das sind drei Schrauben, sodass man an das Loch für die Arretierung kommt in der Spindel. Das ist natürlich irgendwie albern. Ich habe mir hier einfach mit einer Feile die Ecke, diesen kleinen Ausschnitt hier gefeilt. Jetzt kann ich meinen Stift hier reinstecken. Natürlich nur, wenn das Ganze komplett hochgekurbelt ist. So, den Stift habe ich mir mit Klebeband umwickelt, damit die Sägeblattzähne nicht leiden. Und dann kann ich jetzt meinen Bolzen hier einstecken. Das Ganze ist arretiert, ohne dass ich das hier demontieren muss. Und so ist der Sägeblattwechsel jetzt eigentlich so weit, dass ich sage, das ist okay in dieser Preisklasse. Ich verwende sehr gerne Universalblätter, spare mir also oft den Wechsel. Und somit komme ich jetzt mit dieser Sägeblattwechselsituation eigentlich ganz gut klar. Ein echtes Problem bei der Maschine ist die Absaugung. Also mit der originalen Haube, die am Spaltkeil montiert ist, war ich überhaupt nicht zufrieden. Der Schlauch war viel zu dünn, da ist kaum noch Absaugleistung oben angekommen. Ich habe es mit einem dickeren Schlauch probiert, da wurde es etwas besser. Aber letzten Endes habe ich mich dazu entschlossen, eine separate Schutzhaube zu bauen. Das hat auch andere Vorteile, könnt ihr alles in dem Holzwerken-Artikel nachlesen. Da ist auch die Bauanleitung für diese Haube drin. Und mit dieser Haube ist die Absaugung jetzt wesentlich besser. Ich habe sogar das Problem, dass sie eigentlich zu stark ist. Ich werde mir hier noch irgendwie ein kleines Gitter einbauen müssen, da hier Leisten und Klötze einfach eingesaugt werden und dann hier hängen bleiben, weil der Sog einfach so stark ist da oben. Eventuell ließe sich die Absaugung noch optimieren, indem man hier einen Steg einsetzt, sodass die Absaugung auch hier vorne etwas gezielter absaugt. Aber im Grunde bin ich damit zufrieden. Funktioniert soweit. Sieht zwar nicht ganz so elegant aus, aber wie gesagt, es funktioniert. Etwas problematisch ist die Absaugung von unten. Da geht einfach im Moment noch sehr viel daneben. Vor allem, wenn euch hier kleine Abschnitte reinfallen, die landen dann hier unten in einem sehr schmalen Spalt und verstopfen die Absaugung. Da kommt man dann hier über die Wartungsklappe ran. Da werde ich mir noch
irgendwelche Flügelmuttern mal dran machen, dass ich da ohne Werkzeug dran komme. Eine Klappe mit Scharnier wäre hier ganz toll, würde aber wieder den Preis etwas in die Höhe treiben, auch wenn es nur ein paar Cent sind. Und hier unten ist dann eine Schraube. Wenn man die löst, kann man die Plastikabdeckung vom Sägeblatt komplett abnehmen mit nur einer Schraube und kann diese schmalen Abschnitte dann rausnehmen. Das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man auch darauf achtet, dass wenig schmale Abschnitte nach unten fallen, dann verstopft das auch selten. Eine weitere Problemstelle, punkto Absaugung, seht ihr hier. Ich leuchte das mal von oben an. Ihr seht durch das rote Sägeblatt jetzt ganz gut, dass hier ein großer Bereich offen ist, wo dann die Säge auch seitlich die Späne wegbläst. Die landen dann alle hier unten auf dem Maschinenkörper. Und das ist eine Stelle, die ich noch optimieren möchte. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Mein Gedankengang geht irgendwie in Richtung einer Bürste, die zum Sägeblatt hin relativ gut abschließt. Ich muss nur noch schauen, wie ich das mit dem Sägeblattwechsel in Einklang bringe, weil ich nicht bei jedem Sägeblattwechsel auch eine Bürste demontieren will. Eine Bürste hochkant über die komplette Schiebetischlänge wird auch nicht die Lösung sein, da sie sich ja durch das Schieben jedes Mal abnutzt. Das wird nicht lange halten. Muss ich mal schauen, sobald ich da eine Lösung gefunden habe, werde ich euch das zeigen. Hier gibt es auch noch zwei Stellen, die ich optimieren will. Ihr seht hier am Boden, da kommen Späne raus. Das ist einfach hier ein Schlitz und alles, was an Spänen nach unten fällt, wird irgendwann hier rausgeblasen. Da werde ich einfach ein Kompriband drunter packen und dann ist das dicht. Dann bleiben die Späne im Inneren und werden alle paar Monate mal rausgesaugt. Hier sammeln sich mit der Zeit auch Späne. Das erschwert die Winkelverstellung. Ist bei mir aber weniger das Problem. Ich habe direkt nebendran einen Werkstattsauger und ich reinige die Maschine auch sehr oft, weil ich meine Werkstatt sehr sauber halte. Und da gehe ich hier einmal mit dem Sauger durch, dann ist das weg. Aber da könnte ich mir vorstellen, auch im Inneren irgendwo eine Bürste zu montieren, dass hier einfach weniger Späne rauskommen. Also auch das ließe sich noch optimieren, ist aber meiner Meinung nach zu verschmerzen. Das sind die Dinge, die mich an dieser Maschine stören. Ihr seht, der Hauptkritikpunkt liegt bei der Absaugung. Alles andere sind Kleinigkeiten, die sich beheben lassen. Was ich noch machen werde, ist, ich werde hier am Ende des Tisches noch eine Schiene für meine eigene Tischverlängerungen montieren. Das ist auch schnell erledigt. Das Teil kostet etwa 20 Euro, ist mit drei Schrauben fest und dann kann ich meine vorhandenen Tischverlängerungen, die wesentlich größer sind als die serienmäßige, hinten andocken und habe einen schönen großen Tisch hinter der Maschine. Vor allem für lange Werkstücke ist das interessant. Und diese eigener Tischverlängerungen, die habe ich auch für alle anderen Maschinen. Der Parallelanschlag ist vollkommen okay. Der ist stabil genug. Auch hier mit dem verkürzbaren Anschlag, das ist schön gelöst. Die Skala ist genau, das kann man alles justieren. Also am Parallelanschlag gibt es nichts auszusetzen. Ja, und ansonsten habe ich mit der Maschine ja schon einiges an Projekten gemacht. Auch größere Projekte, Massivholz, Plattenmaterial, das hat alles wunderbar funktioniert. Diese ganzen Unzulänglichkeiten sind einfach dem Preis geschuldet. Ihr bekommt hier für das Geld, das ihr ausgibt, auch nur das, was ihr an Geld ausgibt. Also wenn ihr mehr Geld ausgibt, bekommt ihr natürlich eine bessere Qualität, wo diese ganzen Kleinigkeiten dann vermutlich nicht sind. Vermutlich, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie das bei eurer Formatkreissäge ist. Was ihr für eine habt und was euch da nervt, würde mich sehr interessieren. Vielleicht habt ihr ja die gleiche Säge oder eine ähnliche. Die gibt es ja in ähnlicher Bauart auch von anderen Herstellern oder Importeuren. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie seid ihr zufrieden, was habt ihr verbessert, was habt ihr für diese Maschine noch an Verbesserungsvorschlägen. Bin ich sehr gespannt und ich werde noch einige Verbesserungen machen und euch die dann auch zeigen nach und nach. So wie ich Zeit habe, werde ich das machen. Und wenn euch interessiert, wie ihr mit einer solchen Maschine arbeitet, dann empfehle ich euch den aktuell laufenden Online-Kurs Hand- und Tischkreissäge. Da erkläre ich auch den Unterschied oder die Vorteile der Formatkreissäge, zeige euch die unterschiedlichsten Arbeitsgänge mit der Handkreissäge, mit der Formatkreissäge, mit der normalen Tischkreissäge. Ich habe ja die Bosch GTS-10 hier und wahrscheinlich werde ich auch noch die Maffel Erika mit in den Kurs integrieren als Zugsäge.
Also der Kurs geht oder richtet sich an Anwender ganz unterschiedlicher Maschinen, aber vieles ist auch von der Handhabung her einfach gleich. Also das könnt ihr von einer Maschine auf die andere übertragen. Wenn es euch interessiert, ich würde mich freuen, wenn ihr den Online-Kurs euch anschaut, ein Abo macht und ihr habt ja dann auch Zugriff, wenn ihr das Abo macht, auf alle anderen Kurse. Der Tischkreissägenkurs ist jetzt der 10. Kurs, den ich mache. Also da gibt es schon einiges, was ihr euch da anschauen könnt. Ich habe euch das natürlich wie immer unten drunter verlinkt. Ich habe euch da auch noch eine Absaughaube verlinkt, die ich in den letzten Tagen entdeckt habe, und zwar von Holzkraft. Die macht einen sehr interessanten Eindruck. Problem bei dieser Haube ist, wenn ihr euch das Bild anschaut, die ist für Maschinen mit offenem Maschinenständer gedacht. Die wird also von hinten an die Maschine rangeschoben. Das funktioniert bei dieser Maschine nicht so einfach. Ich spiele mit dem Gedanken, mir diese Haube zu bestellen. Sie ist nicht so teuer, ich glaube unter 400 Euro noch. Für eine komplette Metallkonstruktion ist das wirklich ein super Preis. Und werde mal schauen, wie ich diese Haube hier an eine solche Säge adaptieren kann. Problem wird der untere Fuß sein. Den muss ich vielleicht kürzen. Ich dachte zuerst, ich könnte das um 90 Grad drehen einfach, aber dann wird es zu instabil, das funktioniert auch nicht. Könnt ihr euch alles jetzt erst vorstellen, wenn ihr euch das Bild angeschaut habt. Also das wäre für viele Maschinenbesitzer mit Sicherheit eine gute Alternative, um von oben abzusaugen. Schaut euch das mal an, sieht sehr interessant aus, aber ansonsten bin ich mit dieser Lösung auch sehr zufrieden. Das funktioniert. Ja, das war's von mir für diese Woche. Und ich hoffe, euch hat das Video etwas gefallen. Vielleicht hilft es euch bei der Entscheidungsfindung, ob eine solche günstige Maschine für euch das Richtige ist oder ob ihr doch lieber mehr Geld ausgibt. Bitte fragt in den Kommentaren nicht danach, ob ich euch diese Maschine empfehlen kann. Das ist eine sehr persönliche Sache. Ich gebe ungerne Empfehlungen für bestimmte Maschinen, denn ihr müsst ja selbst entscheiden, welche Maschine für euch das Richtige ist. Und nachher heißt dann, ja, Heiko Rech hat die Maschine empfohlen, passt bei mir nicht, etc. Also macht euch da selbst Gedanken. Ich kann euch nur zeigen, was mir persönlich an der Maschine gefällt, was mir weniger gut gefällt. Und ihr müsst dann daraus Schlüsse ziehen und für euch Entscheidungen treffen, ob das was für euch wäre. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Geht in die Werkstatt, macht was Schönes. Oder geht nach draußen, der Frühling kommt. Habt auf jeden Fall ein tolles Wochenende.